Hi! Leute, für uns geht's nach Barcelona. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, sind wir schon in Barcelona. Das ist falsch gesagt. Man sagt, wir sind in Barcelona! Oh mein Gott. Oh, ist wirklich krass drauf heute. Leute, wir werden am Hornos Geburtstag in Barcelona sein, wenn ihr dieses Video gerade seht. Dann sind wir schon dort. Also folgt uns auf Instagram, dann könnt ihr dort geile Bilder von uns sehen. Ey, lass doch wirklich geile Bilder machen. Ja, richtig. Ich will so auch mit diesem Zopf und dann so mehr. Treat me like what is, don't get me dirty. Ich will so. Alter, da sehe ich dich, da sehe ich uns. Wir sind ein bisschen unter Stress, weil wir fliegen schon übermorgen und wir müssen noch Sachen kaufen. Meine Mama muss Sachen kaufen. Honor, wir müssen Koffer packen. Wir nehmen euch auch mal Koffer packen mit. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen will. Oh mein Gott, wenn das Video online kommt, dann hast du um 0 Uhr Geburtstag. Gratuliert Honor auf Instagram. Schreibt mal auf Instagram, Leute. Komm jetzt schnell. Handy, komm raus, wo du steckst. Dein Handy lädt. Ach so. Honor, deine Hose, die du zurückgeben willst. Ich muss alles hier alleine machen. Eine gefällt dir doch nicht. Von dir. Guck mal, ich wollte um 14.30 Uhr losgehen. Jetzt haben wir 15.30 Uhr. Hey! Los, alle raus hier, aber ganz schnell. Portemonnaie, Handy, Schlüssel, Vater, Kopf, Gehirn, alles mitnehmen. Gehirn auch, viel zu schwer zu ziehen. Ey, und komm mal ganz kurz her, Bevor wir nach Barcelona gehen, Bruder, du musst Haare schneiden. Das steht nicht zur Debatte. Das steht nicht zur Debatte. Der sagt, ich muss nicht, Bruder. Bruder, was ist das? 300 Volt, Moves. Das ist wirklich, Bruder, das ich ist ein auch Skandal. Kappe auf. Das ist jetzt so ein bisschen so. Aber was die Seiten, Bruder, das hat nichts mit Kappe zu tun. Barcelona ist heiß. In Barcelona ist heiß. Und das ist noch Chaya. Hast du Kassenbon mitgenommen für diese Hose? Nein. Alles muss ich alleine machen. Was? Ich hab. War da? Ja. Okay, entschuldige dich. Jetzt hast er. Schön. Nimm ihn mit. Nein. Zwei Hunde, die sich küssen. Holla macht es fast. Endlich bin ich nicht los für ein paar Tage. Ich habe keinen Bock auf das. Ich liebe die Kinderabteilung. Bitte komm. Honor, irgendwann mal, Leute, werde ich Babys bekommen. Und danach werde ich mitvloggen, wie ich für die einkaufen gehe. Ich kann es nicht erwarten. Ich liebe Babys. Endlich bin ich nicht los für ein paar Tage. Ich habe keinen Bock auf das. Ey, ich habe 1 Euro. Wollen wir einmal fahren? Ja, komm. Das ist meine Kindheit. Ey, wir sind immer auf diesem Pferd geritten. Das ist genau noch dasselbe Pferd. Ja, ja, das habe ich gemacht, den Kratzer hier. Kennst du mich auch schon Brett? Guck, wie alt das ist. Warte, ich hab's reingeschmissen. Ist es grün? Nee, ist rot. Ich glaube, das will nicht mit dir reiten. Er sagt, mach die mal runter. Ich hab dir einfach 1 Euro verschlungen. Hey, vielleicht ist mal im Ernst. Ich glaube, wir wiegen zu viel. Das ist doch für Kinder. Warte, geh du mal drauf. Digga, da ist doch gerade nichts drauf. Das ist rot. Baby, guck dich das an. Na, da, pack hier das runter. Ich passe da rein. Vertrau. Du musst hier drauf drücken. Ach so. Ey, das geht. Vater hat jemanden geholt. Ja, da gleich kommt ein Mitarbeiter. Nein, der ist an der Kasse. Oh mein Gott, da hat die mit dem Bus gekommen. Es geht, es geht. Niemand, wir wollten nur gucken, ob es funktioniert. Digga, heute ist so ein regnerischer Tag. Ich weiß nicht, wie wir diesen Tag gefunden haben, um rauszugehen. Aber wir sind jetzt beim DM und müssen Sachen kaufen. Unter anderem Hustenbonbons als allererstes. Wir stehen hier schon passend, ne? Damit es nicht wieder ist wie Tutti in London. Ey, schneit ein bisschen, aber das ist sau wenig. Wir müssen Medikamente holen, danke, dass du es sagst. Leute, wir brauchen Halsbonbons. Ey, Walla, deine Nase sieht aus wie Empire State. Warum mag mich keiner? Warum wohl der? Mom, ich wollte nur sagen, danke für das tolle Essen. Sieht ganz okay aus. Danke. Dreh nochmal die Augen, Mann. Ich hab's nicht auf Kamera. Nochmal. Nochmal. Ich schneide das Video, es kommt rein. Und du sie jetzt reicht, oder? Während die da einfach weiter rummachen, will die schlafen. Ich schlafe nicht, du ekelhaftes und nass. Was war das? Tutti, wir müssen noch Koffer packen. Steh auf. Wir müssen nur sterben. Warum packen wir Koffer eigentlich? Voll unnötig. Ja, lass mal einfach auf gut Glück einfach gehen. Nein, die können auch deinen Koffer verlieren. Da hast du umsonst gepackt. Gehen wir einfach davon aus, dass sie verloren gehen. Wenn wir gar nicht mitnehmen, können wir auch nicht verlieren. Tutti, schnick, schnack, schnuck. Einer packt einfach für beide, okay? Der verliert, packt für beide. Let's go. Schnick, schnack, schnuck. Au! Du packst für beide. Zu vage, sonst sieht man, wie übermalt deine Lippen sind. Du steckst deinen scheiß nassen Finger in meine Nase und jetzt schläfst du selbst, du Verräter. Oh mein Gott, der ist ja rot. Wir machen
Was alles morgen? Oh, wir haben 2:30, schneide gerade noch eine Reaction. Ich bin so müde. Wir müssen halt alles vorbereiten, weil wenn wir weg sind, können wir ja nicht dort schneiden. Deswegen schneiden wir jetzt im Voraus. Und ich habe gerade Lumi ins Bett gebracht. Der Hund schläft nicht, wenn wir wach sind. Das ist auch so ein Ding. Hunde schlafen erst, wenn du schläfst. Die sind so loyal, das ist so süß. Er liegt da wie ein Baby. Guckt euch das mal an. Mit dem Teddybär, wie ein Baby bist du, gell? Komm, schlaf da, schlaf. Was zum Himmel machst du? Ich guck Jessie parallel. Hey, Jessie. Ich koche gerade Wasser, um sein Ding hier bis sauber zu machen, um es zu sterilisieren. Und das ist für die Betreuung. Habe ich alles vorbereitet. Das kriegt er morgens, mittags, abends. Das sind so Päckchen mit so Fleisch drin und sowas. Und das ist, wenn unser großer Bruder ihn nimmt. Der nimmt ihn ja Samstag, Sonntag. Warum bereitest du das Futter vor? Dann brauchen die es nicht machen. Und das ist perfekt abgemessen und auch die perfekte Fleischmenge. Die müssen es eigentlich nur so da rein. Na, Hanna, wird wirklich die beste Mutter, die es gibt. So, wirklich. Jetzt alles fertig. Richtig süß. Lumos. Lumos. Tschüss, Lumi. Sag Mami tschüss, dann bringen wir dich. Komm. Ciao, Lumos. Sag tschüss, Mama. Blamiert uns nicht. Hundeparty. Yeah. Ein bisschen traurig bin ich. Boah, Leute, wir haben echt nicht mehr so viel Zeit. Wir haben schon 5 Uhr. Der wollte eigentlich früher um 4 Uhr nachts losgehen. Koffer ist immer noch nicht gepackt. Ja, wo ist dein Geschirr? Weiß ich nicht. Lumi, guck mal, hier ist alles drin, Baby, ja? Guck mal, hier ist dein Bett, deine Decke, deine Leine, dein Napf, dein Futter, alles ist drin. Oh, sein Kuscheltier hat er schon genommen, also ich bin bereit. Und ich gehe nochmal ins Büro, Leute. Ich muss da ein paar Sachen erledigen. Und Hanna schneidet währenddessen diesen Vlog. Ich hoffe, dass er am Freitag online kommt. Das wäre so perfekt. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ich werde ein bisschen trauriger sein. Aber mir geht's voll gut. Keine Ahnung, wie es Lumi geht, ne? Aber Leute, nein, Lumi hat so viel Spaß. Und sie hat eine süße Hündin. Ja, genau. Sie hat ja eine Hündin. Und die spielen da so. Und ich dachte mir so, ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen. Fühlt sich so wohl. Fühlt sich, ja, und es fühlt sich auch richtig an. Ja. Ey, Vater. Vater! Mann, was muss wow! Wow, mach mal 360, 360. Treat me like whitey. Don't get me dirty. Love on love. Boy, you look great. Weißt du, dass in Barcelona viele China sind? Bruder, jetzt wirst du alle abstauben. Treat me like whitey. Oh, der hat die voll schön gemacht. Ja, Mann, ja. Sie wirklich sieht fresh aus. Ich will natürlich Reaction, wenn sie kommt, okay? Steh, Vater, zeig deine Haare. Gott sei Dank. Ey, ich hab Tutti verarscht. Hanna hat nämlich mir gesagt, dass du nicht mal Friseur warst. Ey, du siehst aus wie Michael von Peaky Blinders, die Haare. Oh Gott, hat der Peaky Blinders geguckt, jetzt sieht jeder aus wie die. Du siehst aus wie Michael von dort. Der Jüngste, ne? Mit dem Tanz. Ja, voll süß. Aber du bist nicht so cool wie er. Wir fliegen, in 6 Stunden müssen wir los, okay? Wir sind nicht geduscht, Hanna. Wir haben keinen Koffer gepackt, ich habe keinen TikTok gedreht, oh Gott. Und dieses Video, das ihr seht, ist noch nicht fertig geschnitten. Super. Super, Leute, klatscht alle ab auf 3, 1, 2, 3. Wer bist du? Wir haben keine Zeit jetzt. War doch wieder, Hanna. Wir haben keine Zeit zum Filmen. Wer bist du? 22.28 Uhr. Es lief gar nichts nach Plan. Also Tutti hat ja einen Plan gemacht, dass wir so um die Uhrzeit schon längst die Schäfchen zählen sollten, ja? Wir wären schon im Traumland. Ich aber dabei. Wir 10 Uhr schlafen. Wir haben jetzt 11 Uhr. Wir packen Koffer. Die muss noch duschen gehen. Du musst noch duschen gehen. So, ey, wirklich. Meine Liste. Wo ist meine Liste? Alles abgehakt. Aber die haltet euch nicht an den Plan. Ich bin schon nicht. Ich habe mich so beeilt. Ich habe mich beeilt. Es geht. Ich kann nichts machen, mein Bruder. Wirklich. Jetzt naja, du hast alles nicht geschafft, ne? Weil Koffer müssen wir noch packen. Ich habe alles geschafft. Koffer war nicht auf der Liste. Weil ich dachte, ich bin sie hier. Boah, bitte. Mach kein großes Ding draus. Pack einfach irgendwelche Sachen rein. Komm, ich bin. Ihr habt eine Mutter. Freut mich für euch. Ich habe 3 Bruder. Einmal ihre 5 Persönlichkeiten und meine andere Mutter da. Aber die ist nicht so wichtig. Ich will nicht mit so fettigen Haaren da hingehen. Ich will meine Haare waschen. Also Leute, ich kann euch schon mal sagen, der erste Tag, das wird ein Kampf, ne? Das wird stressig, aber wir schaffen das. In den YouTube-Videos wirkt immer so, wir gehen nach Barcelona. Kommt doch mit. So. Aber wir, ich weiß nicht. Ey, ich sag euch nie wieder so nur 2-3 Tage vorher Bescheid. Ich dachte so auf spontan. Nächstes Mal, ich sag euch 1 Monat vorher Bescheid. Nimm einfach ein paar Hosen, ein paar Oberteile. Wir sind eh keine Models. Right. You're right at that point. Nobody cares about how we dress, how we look. They just care about this. Our BH. Wollte ich sagen. Our Bus. Leute, diese Maske habt einfach ihr uns geschenkt im Stream. So geil, einfach Panda. Ach, Totti schläft. Du schläfst? Ja. Ich fühle mich Panda. Guck mal, meine Panda-Maske.
Putz mal, wie statt Hydration vom Flug. Sieht aus wie gemein. Ja, voll, gell?